Hey, mein Name ist Hakan Belum und heute das Projekt Kulturruzak, das ja dieses Jahr auch startet als Ballonkünstler. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich in der ersten Ferienwoche Ballonworkshops anbieten kann. Da könnt ihr euch alle noch anmelden. Und jetzt machen wir mal auch so Videopools. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr wollt, so kleine Kartons von uns bekommen, die nach Hause geschickt werden oder auch, also abholen könnt mit den Ballons, die Figuren, die wir euch als Video präsentieren. Und heute als das wirklich als Basic, wie wirklich in der Schule das ABC, machen wir heute das Grundkenntnis der Ballonkünste. Das heißt, ich werde euch heute erstmal die Pumpe vorstellen. Ich werde euch heute dann auch zwei Figuren zeigen, von denen ich glaube, dass es so die Grund-Basic-Figuren sind. Einmal der Standardhund, den man aus Jahrmärkten kennt, und auch eine Blume. Ich glaube, das könnte euch gefallen. Ich werde euch jetzt einfach langsam alles erklären und dann hoffe ich, dass das für euch gut ankommt. Das ist eine Pumpe. Genau, das ist die Pumpe von Qualatex. Wenn man sie bei Amazon oder irgendwo findet, würde ich sie empfehlen. So, das ist jetzt keine Beratung für Pumpen, aber ich finde sie am geeignetsten. Genau. Sie hat auch einen ganz normalen Griff. Man hält sie fest. Ist auch für Sommer gut zum Abkühlen. Kann man immer so, wenn es heiß ist, immer so sich abkühlen. Aber okay. Genau. Dann nimmt man einen normalen Ballon. Ich würde jetzt einfach mal den hier nehmen. Genau. Und bevor man den Ballon überhaupt anschießt, macht man erstmal Shake, Shake, Shake. Das ist dann schön weich. Das hat den Vorteil, dass die Luft gleich auch schön sich im Ballon verteilen kann. Und der Ballon ist schon mal schön gestrammt. Also so ein bisschen wie beim Sport. So ein bisschen aufwärmen. Genau, man wärmt sich ein bisschen auf. Shake, Shake. Man kann auch so ein bisschen damit Sport machen. Okay, cool. Okay, und jetzt nehme ich die Pumpe. Genau. Jetzt ist es sehr, sehr wichtig, den Ballon, weil wenn man die drauf hat, einfach reinstecken. Nicht einfach so machen, weil die fliegt dann sofort weg. Das wäre ja Quatsch. Das heißt, genau, wenn man wieder einen Ballon, wieder shake, 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 genau, dann wieder reinstecken, genau. Das heißt, was müssen wir jetzt beachten? Einfach festhalten. Eins, zwei, genau. Und dann, genau. Man pumpt den so weit auf, dass oben immer noch so ein bisschen was übrig bleibt. Genau, dass man das nicht komplett durchmacht, weil ihr müsst es so vorstellen, wenn man ihn knotet oder wenn man ihn faltet, dann braucht er immer noch Platz, dass die Luft entweichen kann. Deswegen immer hier oben ein bisschen was lassen. Genau. Genau. Und bei der Pumpe kann man auch ein bisschen zählen. Beispielsweise, wenn man sagt 1, 2, 3, 4. Oder man sagt 1, 2, 3. Genau. Da kann man auch so ein bisschen so eine Art, man kann auch die Figuren oder die bestimmte Figuren auch, dann weiß man, okay, wie viel Luft muss da, wenn jetzt einer sagt, nur dreimal aufpumpen, dann weißt du, okay, dreimal. Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Die Hand halten. Oder Knoten sind dann einfach hochziehen. Es ist sehr laut. Genau. Jetzt ist die Luft auch jetzt überall gut verteilt. Genau. Und jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir den Standardhund. Genau, das bedeutet, genau, wir fangen mit der Spitze an. Das wäre hier die Nase. Genau, hier die Nase. Genau. Wir falten die so runter. Genau. Seht ihr? So runter. Und hier, diese Stelle hier, merken wir uns. Das heißt, jetzt drehen wir einfach und haben ein Ohr von dem Hund. Genau. Wieder ein bisschen drücken. Jetzt haben wir hier diesen Bogen. Wir versuchen jetzt den gleichen Bogen nochmal hinzubekommen, mit der gleichen, ungefähr der gleichen Größe. Und wenn wir das Gefühl haben, das ist identisch groß, knicken wir wieder und gehen hier rein. In die Mitte vom Ohr und vom anderen Ohr und dann von der Nase. Und dann haben wir den Hundkopf, genau. Und jetzt wir sagen jetzt eine Hand, zwei Hand. Dann hier drehen. Nicht loslassen, genau. Nochmal eine Hand, zwei Hand drehen. Nicht loslassen, nur gut festhalten. Und jetzt knicken und in der Mitte wieder drehen. Dann haben wir einen Fuß, genau. Da haben wir zwei Füße, genau, wie beim Hund, genau. Dann wieder eins, zwei. Jetzt kommen sogar die vier Füße, weil dann hat der vier Beine, genau. Eins, zwei. Wieder knicken und wieder hoch. Und jetzt wieder die Mitte drehen.
Das wäre jetzt so der Standardhund, genau. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, das ist mir zu lang, kann man sogar was machen. Man hält das hier fest. Es wird jetzt ein bisschen laut, nicht erschrecken. Genau. Und dann hat man einen Hund. Ich bedanke mich. Jetzt habt ihr den Hund gesehen. Der war ja, hoffe ich, soweit in Ordnung. Jetzt, wenn ihr jetzt diesen Hund mehrmals übt, könnt ihr den Hund auch klar schneller machen. Und ich könnte sogar was zeigen. Ich nehme jetzt wieder einen Ballon. Genau, wieder. 1, 2, 3. Genau. Mache jetzt meine Augen zu. Gehe auf den Rücken. Das heißt, meine Hände sind hinten. Meine Augen sind zu. Das ist jetzt der Hund schnell gemacht auf den Rücken, genau.